Hallihallo. Viele Leute könnten jeden Monat Geld sparen, wenn sie sich nicht ein VPN mieten, sondern das kostenlose VPN ihres Routers verwenden würden. Denn die meisten Internetrouter haben diese Möglichkeit. In diesem Video erkläre ich, was mit so einem VPN geht, was nicht geht und wie du es letztendlich einrichtest und mit deinen Geräten benutzt. Und das alles zeige ich mit einer Fritzbox, denn das ist der am weitesten verbreitete Router. Los geht's! Falls du kein VPN benutzt, dann stellst du dir jetzt möglicherweise die berechtigte Frage, warum brauche ich das überhaupt? Und dafür gibt es einige Gründe. Stell dir mal vor, du bist gerade in deinem Lieblingscafé, bist mit deinem Smartphone dort mit dem Gratis-WLAN verbunden, dann kann der Betreiber dieses WLANs sehen, welche Netzwerkverbindung von deinem Gerät ausgehen. Mit anderen Worten, der kann sehen, welche Websites du aufrufst. Der könnte den gesamten Datenverkehr mitschneiden und auch sehen, welche Daten darüber laufen. Das ist heutzutage nicht mehr ganz so schlimm, weil meistens findet ja eine verschlüsselte Übertragung statt, wenn du zum Beispiel eine Website mit HTTPS aufrufst. Aber machst du das einmal nicht, verwendest also nur die HTTP-Version, dann könnte man darüber das Passwort auslesen, mit dem du dich dort anmeldest. Und falls dein E-Mail-Programm falsch eingestellt ist und keine verschlüsselte Übertragung aktiviert ist, dann könnte man sogar deine E-Mails mitlesen. Und viele haben da keinen Bock drauf, die sagen, nee, mache ich nicht, ich benutze ein VPN. Ein VPN wird nämlich heute mit Privatsphäre und Datenschutz gleichgesetzt. Aber warum? Ein VPN-Tunnel ist nichts anderes als eine sichere Verbindung durch ein unsicheres Netzwerk. Und das liegt daran, dass der gesamte Datenverkehr, der über diesen VPN-Tunnel oder durch diesen VPN-Tunnel fließt, dass der verschlüsselt ist. Man sieht überhaupt nicht mehr, ist das jetzt eine Website-Anfrage oder eine E-Mail oder eine App, die Daten schickt. Das ist alles ein kryptografischer Brei und für andere nicht mehr lesbar. Man sieht halt nur, dass von deinem Gerät ein Tunnel ausgeht oder eine Verbindung zu einem Endpunkt. Und dieser Endpunkt, das ist üblicherweise ein VPN-Anbieter. Und von dort gehen dann alle Netzwerkverbindungen weiter ins Internet. Diese VPN-Anbieter, die geben meistens an, dass sie nicht in die Daten schauen, dass sie nichts mitloggen und die Privatsphäre schützen. VPN hat allerdings noch einen ganz, ganz anderen großen Vorteil. Und das kommt ja eigentlich aus dem geschäftlichen Bereich. Stell dir mal vor, dein Chef, der macht gerade Urlaub im Okavango-Delta und möchte aber trotzdem mal sehen, wie die Zahlen so sind. Das Problem ist, der Server mit der Warenwirtschaft, wo die Umsätze gespeichert sind, der steht ja gerade im Computernetzwerk der Firma. Da kommt man von außen gar nicht drauf, weil die Firewall das unterbindet. Die blockt ja alle Netzwerkverbindungen von außen. Es sei denn, dein Chef verwendet ein VPN, ein virtuelles privates Netzwerk, denn dann scheint es so, als wäre er über diesen VPN-Tunnel mit dem Netzwerk der Firma verbunden, als würde er sich tatsächlich da drin befinden und dann kann er auch auf den Server mit der Warenwirtschaft zugreifen. Nicht nur das, er könnte auch sagen, hey Leute, ich habe heute einen Elefanten fotografiert, ich druck euch das Foto mal eben aus und kann direkt auf dem Bürodrucker drucken, obwohl er hunderte oder tausende Kilometer entfernt ist. Und wenn er Bock hat, dann kann er sogar im Okavango-Delta einen neuen Standort aufbauen und beide Standorte, also die neue Filiale mit dem Hauptsitz, über ein VPN verbinden und die können dann sicher und verschlüsselt miteinander kommunizieren. All das ist mit einem VPN möglich und das ist auch mit dem gratis Fritzbox-VPN möglich. Nur, dass der Endpunkt nicht irgendwo bei einem VPN-Anbieter ist, sondern bei dir zu Hause, bei der Fritzbox. Wenn du also einen VPN-Tunnel aufbaust, bist unterwegs, dann gehen alle deine Daten verschlüsselt über diesen VPN-Tunnel, kommen zu Hause an und von dort geht es dann eventuell weiter ins Internet. Und du könntest auch auf Geräte in deinem Netzwerk zu Hause zugreifen, zum Beispiel auf den Bildschirm eines PCs oder eines Mac, den du dann per Bildschirmfreigabe fernsteuerst oder vielleicht auf ein Netzwerkspeicher, auf ein NAS, wo du deine Dokumente gespeichert hast. Auch das geht. Es gibt allerdings eine Sache, die eben nicht damit geht und das ist, wenn man ein bisschen schummeln möchte, wo sein Standort herkommt. Das macht man nämlich manchmal auch mit dem VPN. Zum Beispiel, wenn man auf das
US-amerikanische Netflix-Angebot zugreifen möchte. Das unterscheidet sich ein bisschen von dem deutschen. Netflix weiß anhand der Adresse, der IP-Adresse, von wo man herkommt, von wo man also auf Netflix zugreift. Und die präsentieren deutschen Kunden ein anderes Programm als Kunden in den USA. Mit einem VPN kann man das ein bisschen austricksen, nämlich wenn man einen VPN-Tunnel zu einem Endpunkt in die Vereinigten Staaten aufbaut, dann sieht es für Netflix so aus, als würde man aus den USA kommen und dann kann man auch auf das entsprechende Programm zugreifen. Wenn du sowas machen möchtest, dann musst du tatsächlich irgendwo ein VPN mieten. Sollte ich da irgendein gutes Angebot kriegen, packe ich dir das unten in die Videobeschreibung. Für alles andere, also für Datenschutz, Privatsphäre und den Zugriff auf dein Netzwerk zu Hause, das kriegst du super mit einem Fritzbox VPN hin und das richten wir jetzt ein. Bevor wir uns ans VPN machen, müssen wir noch ein paar wichtige Sachen vorbereiten. Und als erstes solltest du dich mal an der Fritzbox anmelden mit einem Browser. Ich habe hier an meinem Mac schon den Browser Safari geöffnet und oben in die Adresszeile fritz.box eingegeben. Das ist die Adresse, unter der du in deinem Zuhause-Netzwerk immer auf die Fritzbox kommst. Und dann meldest du dich hier mit deinem Passwort ein. Das Passwort findest du unten an der Fritzbox oder ich glaube auch in der Bedienungsanleitung. Und ich melde mich jetzt mal an. Und dann solltest du, wenn du angemeldet bist, hier oben mal schauen, welche Version dort installiert ist. Dieses VPN, was wir einrichten, das sogenannte WireGuard VPN, das ist ungefähr, ich glaube, in Version 7.39 in das Fritz OS, in das Betriebssystem der Fritzbox gekommen. Richtig vollumfänglich wurde das implementiert in Version 7.50 und das sollte hier auch mindestens stehen. Ich empfehle aber, wenn hier nicht Version aktuell bei dir stehen sollte, dass du dann später nochmal hergehst oder jetzt gleich hergehst und einmal die Fritzbox aktualisierst. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Aber bevor wir das machen, eine ganz wichtige Sache vorweg, nämlich ein Backup. Und das kann man unter System einrichten. Und dann gibt es hier unten den Punkt Sicherung und den Reiter sichern. Und hierüber kann man alle Einstellungen der Fritzbox sichern. Denn während dieser Einrichtung kann es sein, dass da einfach mal was durcheinander gerät, dass man dann Fehler macht. Und das wäre sehr ärgerlich, wenn man sich da irgendwie aussperrt oder sowas und alle Einstellungen wieder neu reinfrickeln muss. Und deswegen empfehle ich dir, dass du eine Sicherung vor jeder Änderung anlegst. Das ist überhaupt nicht schwer. Hier muss einfach nur ein Passwort eingegeben werden. Ich verwende einfach das Passwort meiner Fritzbox, denn das ist ja schon dokumentiert unten an der Fritzbox. Und das brauche ich auch, um die Einstellung wieder herstellen zu können, denn dann muss man das auch eingeben. Und dann klickt man hier auf Sichern und bestätigt diese Änderung nochmal an der Fritzbox, nämlich entweder über ein Telefon oder ich glaube, man kann auch eine beliebige Taste an der Fritzbox drücken. Ich mache das hier allerdings mit einer anderen App, mit einer sogenannten Authenticator-App, die habe ich vorher eingerichtet, weil die Fritzbox bei mir ganz unten steht. Ich bin jetzt ganz oben und ich bin ein bisschen faul und habe keinen Bock dahin zu rennen und das Telefon reicht auch nicht bis oben, also mache ich das in meinem Fall eben über diese App. Du kannst das bei dir aber machen, wie du lustig bist. Und jetzt gebe ich hier ein Passwort ein. Und damit habe ich das bestätigt. Und jetzt wird das Backup durchgeführt. Die landen standardmäßig im Download-Ordner. Und meiner Meinung nach ist das nicht der richtige Ort, wo man Backups speichert, weil der sich aller anderer Müll auch sammelt. Deswegen leg bitte einen Ordner für deine Fritzbox Backups an. Das habe ich bei mir auch gemacht. Nehme ich Fritzbox als Ordner und dann hier Backups und dann nehme ich das aktuelle Backup und ziehe das hier rein und damit ist das dann gesichert. Jetzt schauen wir uns mal das Update an. Das findest du auch unter System und dann unter Update. Und wie gesagt, wenn bei dir nicht Version aktuell steht, dann solltest du hier das neue Update oder die letzte Version von Fritz OS von der Firmware oder dem Betriebssystem von AVM einspielen. Bei mir ist es aktuell. Das kann ich auch noch mal hier prüfen. Über diesen Knopf könnte man schauen, was denn die aktuelle Version ist. Aber hier steht, ist auf dem aktuellen Stand. Juhu, also kann ich das wegklicken. Und falls das bei dir nicht der Fall ist, dann könntest du das hier drüber
einspielen. Sollte es so sein, dass bei dir nicht die aktuelle Version installiert wurde, dann kann es sein, dass bei dir das automatische Update nicht aktiviert ist. Und das würde ich auch grundsätzlich einrichten, weil du darüber natürlich neue Funktionen erhältst, wie eben dieses WireGuard VPN, aber auch Sicherheitsupdates darüber eingespielt werden. Also geh mal in den Reiter Auto Update und dann findest du hier mehrere Möglichkeiten, wie diese oder Stufen, wie diese Updates durchgeführt werden. Und hier habe ich bei mir Stufe 3 eingestellt. Das ist das Rundum Glücklich Programm, wo alles automatisch installiert wird. Und das wird auch vom Hersteller empfohlen. Das würde ich also auch hier einstellen. Okay. Jetzt kommen wir zu einem meiner Meinung nach sehr wichtigen Punkt. Alle Geräte in deinem Netzwerk haben bestimmte IP-Adressen und in dem Router oder in dieser Fritzbox wird eingestellt, welcher Bereich das genau ist. Jetzt gibt es ein großes Problem, wenn du irgendwo unterwegs bist, beispielsweise wieder in deinem Lieblingscafé und dort auch eine Fritzbox ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sowohl bei dir zu Hause als auch in dem Café das gleiche Netzwerk oder der gleiche Netzwerkbereich eingestellt ist. Und wenn das so ist, dann kannst du dich nicht mit dem VPN nach Hause verbinden. Also müssen wir den Netzwerkbereich einfach umstellen auf einen anderen Bereich. Und das machst du im Bereich Heimnetz, Netzwerk. Dann siehst du hier alle Netzwerkverbindungen und jetzt gibt es hier den Reiter Netzwerkeinstellung. Dort kannst du alle Einstellungen rund um dein Heimnetzwerk einrichten, einstellen. Hier gibt es den Bereich weitere Einstellungen, den musst du einmal anklicken. Und dann gibt es hier unten, wenn man ganz nach unten scrollt, einen Knopf IPv4 Einstellungen. Da klickst du drauf und dann siehst du hier auch schon, welches Netzwerk hier voreingestellt ist. Und bei allen Fritzboxen ist das üblicherweise 192, 168, 178. Den Teil, den kannst du lassen. Den vorderen Teil. Wichtig ist die dritte Zahl, dieses dritte Oktett nennt man das auch, weil das ein Byte hier ist. Und hier kann man eine beliebige Zahl von 0 bis 255 einstellen. Die 178 solltest du, wie gesagt, nicht nehmen. 0 ist eine populäre Zahl, 1 ist eine populäre Zahl und vielleicht auch 255 und so. Ich empfehle dir, nimmst du einfach eine zufällige Zahl zwischen 10 und 250. Wir fragen mal Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 10 und 250. Das ist 249. Ja, 249, hervorragend. Also trage ich hier 249 ein und du siehst, der Rest, der hat sich auch schon geändert automatisch. Also dieser DHCP-Server, das ist der Server, der automatisch IP-Adressen an alle Geräte vergibt, der wurde auch automatisch angepasst. Und dann klickt man hier einfach auf Übernehmen. Jetzt steht hier, okay, hier ändert sich jetzt eigentlich einiges dadurch. Nämlich die Liste aller Netzwerkgeräte, die wird nochmal gelöscht. Die Fritzbox ist kurz nicht erreichbar. Und hier sieht man auch bei WireGuard VPN, da würde es dann Probleme geben mit bestehenden Verbindungen. Da wir das noch nicht eingerichtet haben, ist das überhaupt kein Problem. Wir machen das ja vorher. Und dann passiert uns das nicht und wir müssen das später nochmal dran rumtricksen. Also machen wir das jetzt, klicken auf OK und dann dauert es eine Zeit lang. Die Fritzbox ist jetzt eine Zeit lang nicht erreichbar und später sollten wir dann wieder über die Adresse fritz.box darauf zugreifen können. Wenn das nicht klappt, kann es sein, dass du mal deinen Rechner neu starten musst und dann versuchst du nochmal auf die Fritzbox zuzugreifen. Aha, jetzt hat es automatisch geklappt. Also mein Rechner hat eine neue Adresse bekommen und jetzt kann ich mich anmelden mit dem bekannten Passwort von mir und der Netzwerkbereich sollte jetzt umgestellt sein. Um einen VPN-Tunnel zur Fritzbox aufzubauen, muss man eine Adresse haben, unter der die Fritzbox immer erreichbar ist. Das Problem bei einem privaten Internetanschluss ändert sich diese Adresse ständig, aber es gibt einige Dienste im Internet, die quasi eine feste Adresse für private
Internetanschlüsse oder solche privaten IP-Adressen anbieten. Ein ganz, ganz bekannter Dienst, der sowas macht, ist DynDNS, vielleicht hast du das schon mal gehört. Und auch von AVM, also dem Hersteller der Fritzboxen, gibt es auch einen Dienst, nämlich MyFritz. Und in dem Zusammenhang, wenn man ein MyFritz-Konto hat, hat man auch eine feste Adresse für die Fritzbox. Und das ist die aller einfachste Möglichkeit, an eine feste Adresse für die Fritzbox zu kommen. Und das richtest du auch in der Fritzbox ein, nämlich im Bereich Internet. Und dann gibt es hier den Punkt MyFritz-Konto. Und ich habe hier für meine Fritzbox schon so ein MyFritz-Konto angelegt. Das ist hier aktiviert. Ich musste hier meine E-Mail-Adresse eintragen und dann über eine Bestätigungs-E-Mail bestätigen, dass mir diese E-Mail-Adresse gehört. Und dann habe ich auch meine Fritzbox hier verknüpft. Auf der Seite myfritz.net, das ist die Webseite quasi für dieses MyFritz-Konto, dort kann ich dann meine Fritzbox sehen und ich habe quasi für diese Fritzbox, wenn ich hier nach unten scrolle, dann sieht man hier, ich habe hier eine feste MyFritz-Adresse. Also klick dich auf dieser Seite einmal durch, richte dort auch dein MyFritz-Konto ein und dann können wir endlich das VPN einrichten. Jetzt beginnt die heiße Phase, denn jetzt richten wir endlich den VPN-Tunnel ein. Alle VPN-Einstellungen findest du in der Fritzbox im Bereich Internet und dann unter Freigaben. Und hier gibt es nicht nur VPNs, man kann einzelne Ports freigeben. Es gibt auch hier die Möglichkeit, DynDNS einzurichten, hatte ich eben schon gesagt. Wenn du also DynDNS verwendest, dann kann man das hier einrichten. Und hier gibt es zwei Arten von VPNs. Einmal ein IPsec-VPN, das ist jetzt schon ein bisschen angestaubt, wird aber immer noch weit verbreitet, verwendet. Ich benutze das auch jeden Tag. Und die coolen Kids, die benutzen heutzutage eigentlich eher WireGuard. Das ist eine komplett neue Art von VPN, die von Grund auf neu entwickelt wurde, mit dem Fokus auf Performance und Stabilität. Und das ist wirklich ein sehr, sehr hervorragende Software. Genau. Klickst also jetzt in den Reiter VPN, WireGuard, und nun fügst du einfach eine Verbindung hinzu. Klickst also hier auf Verbindung hinzufügen und hier musst du eine Entscheidung treffen, ist das ein einzelnes Gerät, was du verbinden möchtest, oder möchtest du ein Netzwerk koppeln? Also möchtest du mit deinem MacBook oder PC, Laptop oder was auch immer, oder mit deinem Smartphone eine Verbindung aufbauen, dann klickst du das hier. Und wenn du eine Filiale im Okavango-Delta aufmachen möchtest oder das Netzwerk mit einer anderen Fritzbox koppeln möchtest, dann machst du diesen Klick. Ich gehe mal davon aus, dass du das hier machst. Dann klickst du auf Weiter. Jetzt müssen wir dem Ganzen einen Namen geben. Ich richte für mich jetzt zum Beispiel eine Verbindung ein. Dann nenne ich das einfach mal Björn. Das wäre allerdings ein ganz großes Problem, weil die Namen von solchen Verbindungen keine Umlaute und sowas enthalten dürfen. Auch kein @-Zeichen und solche verrückten Sachen. Also beschränk dich am besten auf die Buchstaben A bis Z. Und vielleicht ein paar Nummern, das ist auch noch okay, solange die nicht am Anfang stehen. Ich nenne das jetzt ganz unkreativ mal Björn. Und dann klicke ich hier auf Fertigstellen. Jetzt muss ich den ganzen Quatsch nochmal bestätigen. Und jetzt, ich scroll das mal ein bisschen nach oben, gibt es zwei Möglichkeiten. Also entweder scannt man diesen QR-Code oder man lädt sich diese Verbindungsdatei runter. Ich mache jetzt beides. Klicke jetzt also auf Einstellung herunterladen. Diese Einstellungen, die landen wieder im Download-Ordner. Das ist nicht der richtige Ort, um solche Einstellungen zu speichern. Ich mache das nämlich folgendermaßen. Ich habe ja hier in meiner Fritzbox einen Ordner WireGuard angelegt. Da gehe ich mal rein und dann ziehe ich diese Konfigurationsdatei, die ich gerade runtergeladen habe, die ziehe ich hier rein. Und die kriegt jetzt auch einen entsprechenden Namen von mir, nämlich BjörnConf. Da weiß ich, das sind die Verbindungsdaten für meinen VPN. Diesen QR-Code, den du siehst, den kannst du ganz einfach abscannen mit der WireGuard-App auf deinem Handy. Auch hier würde ich Folgendes machen. Erstmal das Ganze sichern. Ich mache ja also einfach mal ein Bildschirmfoto mit meinem Mac. Mit der Taste Umschalt, Command 4, kann ich hier so einen Bereich aufziehen und ein Foto machen. Und wenn ich nämlich jetzt auf Schließen klicke, hier steht schon die Warnung, diese ganzen Daten, die gehen nämlich verloren. Also dieser QR-Code, der wird nicht mehr angezeigt.
wenn ich hier auf Weiter klicke, dann ist der tatsächlich weg. Das war schon. Damit haben wir diese VPN-Verbindung eingerichtet und jetzt müssen wir die nur auf unseren Endgeräten hinzufügen. Ich mache das jetzt hier auf meinem iPhone. Dazu öffne ich erstmal den App Store auf dem iPhone und suche einfach mal nach WireGuard. Ach, da wird es mir auch schon vorgeschlagen. Und dann sehe ich hier auch das WireGuard-Dienstprogramm und kann das jetzt hier kostenlos installieren. Ich habe das schon mal geladen, deswegen klicke ich hier einfach auf diesen Download-Knopf. So, irgendwann ist das dann runtergeladen. Jetzt kann ich die App einfach öffnen und einen neuen VPN-Tunnel hinzufügen. Und das ist bei WireGuard wirklich super einfach, weil man eben nur diesen QR-Code scannen muss, den du gerade eben gesehen hast. Also entweder klickst du hier auf Tunnel hinzufügen oder oben rechts auf das Plus-Symbol. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, also aus Datei oder Archiv erstellen. Ich verwende hier aus QR-Code erstellen. Und jetzt muss ich der App einmal erlauben, dass sie die Kamera verwenden darf und filme nun den QR-Code ab, den ich vorher abfotografiert habe. Den habe ich auch in meinen WireGuard-Einstellungen gespeichert und die kriegt jetzt den Namen Zuhause, weil für mich dann klar ist, dass ich einen VPN-Tunnel nach Hause aufbaue. Das speichere ich dann. Und jetzt muss ich WireGuard noch mal einmal erlauben, dass eine VPN-Konfiguration dem System hinzugefügt werden darf. Also klicke ich hier noch mal auf Erlauben und jetzt gebe ich meinen iPhone-Code ein und damit ist die VPN-Verbindung eingerichtet. Zum Testen dieser Verbindung rufe ich einfach mal Fritz.box auf, verbinde mich also mit der Fritz.box und das klappt auch, weil ich mich gerade im Netzwerk befinde. Was ist aber, wenn ich das WLAN abschalte? Und das mache ich jetzt einfach mal. Jetzt befinde ich mich ja nicht mehr im WLAN zu Hause, sondern nur im Mobilfunknetz, bin also nicht mehr im privaten Netzwerk zu Hause. Wenn ich jetzt die Verbindung trenne oder die Seite neu lade, dann kann ich gar nicht auf die Fritz.box zugreifen. Jetzt mache ich aber was und zwar gehe ich nochmal in die WireGuard-App und aktiviere diesen VPN-Tunnel. Der wird jetzt aufgebaut. Und wenn ich jetzt noch mal zurück auf den Browser gehe und die Seite neu lade, dann sieht man hoffentlich genau, ich bin nicht im WLAN. Oben rechts ist kein WLAN-Symbol, aber ich kann mich mit der Fritz.box verbinden und damit ist der Tunnel eingerichtet. Am iPhone sind wir jetzt fertig. Jetzt müssen wir das Gleiche noch mal am Mac machen. Das geht nämlich auch. Dazu öffne ich hier den App Store am Mac und suche auch hier nach WireGuard. Da wird es mir auch schon vorgeschlagen. Und dann kann ich auch hier dieses Dienstprogramm laden. Einmal per Touch-ID anmelden. Dann öffne ich das Ganze. Kriege eine Meldung, da wurde was im Hintergrund hinzugefügt. Ja, das ist in Ordnung. Und hier kann ich nicht mit dem QR-Code arbeiten. Hier, das mache ich mal zu. Hier muss ich tatsächlich die Einstellung aus der Datei importieren, die ich vorher geladen habe. Hier unter WireGuard habe ich die ja gespeichert. Da ist einmal der QR-Code und einmal die Konfigurationsdatei. Die importiere ich jetzt. Ja, möchte ich. Also WireGuard darf hier auch VPN-Konfigurationen hinzufügen und dann klicke ich auf Erlauben. Genau, und dann ist die auch hier drin. Diese App kann ich jetzt beenden. Tunnelverwaltung schließen. Über dieses WireGuard-Symbol kann ich dann von unterwegs eine Verbindung aufbauen. Genau, auf Windows und so weiter funktioniert das ähnlich. Das heißt, da braucht man auch diese WireGuard-App. Und auch mit einem Android-Handy funktioniert das so. Das heißt, man lädt sich hier diese WireGuard-App runter und kann dann einen VPN-Tunnel aufbauen. Einen allerletzten Tipp habe ich noch für dich. Und zwar hast du ja eben bestätigt, dass WireGuard auch eine VPN-Verbindung hinzufügen kann. Das heißt, du kannst dieses WireGuard-VPN ganz bequem über die Systemeinstellung öffnen. Also ich schiebe hier einfach bei VPN den Schieberegler auf ein und dann ist das VPN auch aufgebaut. Und wenn ich es nicht mehr brauche, dann schalte ich es eben wieder ab. Das war es von meiner Seite zum Thema VPN und Fritzbox. Ich hoffe, dass es bei dir auch geklappt hat. Falls ja, dann schreib mir das nochmal bitte in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Mach's gut. Tschüssi.